und zum anderen für den künstlerischen Wert. Und die B-Note ist dann letztendlich die Ausführung, das kennen Sie ja grob, vom Eiskunstlauf. Vorletzte Teilnehmerin in diesem Bandfinale ist Natalia Liebkowskaja aus Russland. Sie hat das Seilfinale hier gewonnen beim Masters und gehört mit 1,75 Meter zu den größten Gymnastinnen überhaupt. Das also die Vorführung von Natalia Liebkowskaja und Sie sehen oder hören besser gesagt auch die Unterschiede in der Musik, während Jana Bartyszyna beispielsweise ja modernen Pop bevorzugt, turnt Natalia Liebkowskaja zur Musik von Anton Bruckner, also Musik aus dem vorigen Jahrhundert, passt natürlich sehr schön zu dieser ja sehr künstlerischen Sportart. Sie wird in einer Woche 18 Jahre, also volljährig, kommt aus Krasnojarsk in Russland. Und ihre Wertung 19,816 Punkte, also hinter Jana Bartyszyna, noch vor Elena Witritschenko.